Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Das ist so, als hätte man eine halb gut gesicherte Unfallstelle auf dem Randstreifen einer Autobahn. So beschreibt ein Meeresschützer die bisherige Position des brennenden Autofrachters in der Nordsee. Deshalb jetzt also ein aufwendiges und durchaus riskantes Abschleppmanöver an einen neuen Ankerplatz entlang der niederländischen Wattenmeerinseln. Damit ist der Brand nicht gelöscht und die Umweltgefahr nicht gebannt, aber zumindest etwas Aufatmen möglich. Die großen Fragen bleiben. Sie betreffen die Sicherheit von solchen Autotransporten auf hoher See, gerade in Zeiten, in denen immer mehr Elektroautos mit Batterien unterwegs sind. Gunnar Krüger berichtet. Es ist nur eine Zwischenetappe, aber immerhin. Die Fremantle Highway liegt am Mittag auf ihrem vorläufigen Ankerplatz. Seit Sonntag zogen sie Schlepper von Terschelling an Ameland vorbei bis 16 Kilometer vor Schiermonnikoog hoch. Abends begann die Aktion, der Wind stand günstig, der Rauch nahm ab. 66 Kilometer teils bei Windstärke 5. Die Hülle hat keine Risse, der Rumpf ist heil und doch bleibt der Frachter ein Risiko. Das Schiff ist stabil, das ist für uns das Wichtigste. Es kommt langsamer voran als erwartet, aber Sicherheit geht vor Tempo. Das Wetter ist eben schlecht, es gibt viel Wind und wir wollen sicher vorgehen, darum braucht es Zeit. Nun hat die Insel ganz neue Aussichten. Die Bürgermeisterin kann und muss damit leben. Überall, nur nicht bei uns, so läuft das nicht. Die Wasserbehörde sagt, das ist der sicherste Ankerplatz und damit finden wir uns ab. Es ist wichtig, dass wir als Wattenmeerinseln solidarisch sind und den besten Ort akzeptieren. Daraus spricht Vertrauen auf das Können einer Seefahrernation. Es steckt auch zugereiste Insulaner an, wie den deutschen Künstler Lothar Bracht. Wir sind irgendwie ein Teil von dem ganzen Ding. Und jetzt die Panik zu kriegen, weil das Schiff da liegt, das ist gefährlich, aber Angst ist da der schlechteste Berater. Als Reaktion auf den Frachter hat er ein Sandbild gemalt und es selbst gedreht. Autofrei will Schiermonnikoog sein, in jeder Hinsicht. Autos, die vom Frachter fallen, das bleibe hoffentlich nur eine Schreckensvision. So, wir gehen live nach Schiermonnikoog. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig gesagt. Ulf Röller, guten Abend. Eine Etappe wäre also geschafft. Wie konkret soll es denn jetzt weitergehen? Also Etappensieg ist, glaube ich, das Gefühl, was hier auf der Insel vorherrscht. Man hat das Gefühl, man ist einigermaßen davongekommen, weil dieser Frachter stabil ist. Aber man hat weiter Angst. Viele Leute sagen, es ist eine tickende Zeitbombe, die vor der Insel eben ist. Man konnte den ganzen Tag ihn mit den Augen sehen. So dicht ist er an der Insel dran. Jetzt ist es ein bisschen dunkel und es regnet stark. Aber das hat den Leuten viel Angst gemacht. Was macht man jetzt konkret? Man hat quasi zwei Schleppboote neben dem Frachter, um ihn zu stabilisieren. Und dann versucht man, wie das technisch heißt, dass das Feuer ausbrennt, dass es irgendwann aufhört. Weil das ist das Entscheidende jetzt, dass man das Feuer in den Griff kriegt. Es kann auch sein, dass man noch mal löschen muss, was nicht ganz unproblematisch ist, weil das Löschwasser, das läuft in den Frachter rein und kann dann zu gefährlichen Schieflagen führen. Und das will man vermeiden. Das Allerwichtigste jetzt ist, das sagen alle Experten, ist, dass die Außenhaut, quasi der Mantel des Frachters, weiter einigermaßen kühl bleibt. Weil wenn der überhitzt, gibt es Risse und dann entsteht die Katastrophe, Öl tritt aus und das will gar keiner, das will man auf alle Fälle vermeiden. Aber wie gesagt, das kann man immer noch nicht ausschließen. Es gibt, Ulf, viele solcher Autotransporte aktuell über die Weltmeere. Vielleicht noch mal von dem aktuellen Fall ein bisschen losgelöst. Welche Ideen, welche Forderungen gibt es denn jetzt für grundsätzliches Neudenken bei solchen Autotransporten? Also da haben wir auch mit den Leuten hier auf der Insel gesprochen, die ja schon lange darüber nachdenken. Es hat ja schon mal eine Katastrophe gegeben 2019 hier für die Insel. Da hat ein Containerfrachtschiff 400 Container verloren. Die sind dann alle an die Insel gespült worden, hat große Verschmutzung verursacht. Die Radikalen sagen hier, wir müssen einfach die Schifffahrtsrouten, die hier so eng an dem Wattenmeer vorbeigehen, einfach verbieten oder nicht mehr zulassen. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr illusorisch, weil
weil diese Schifffahrtsrouten sind die Lebensnerven der Weltwirtschaft. Das wird nicht stattfinden. Manche, und das sind doch dann vielleicht die entscheidenden Antworten, denken da ein wenig kleiner. Man sagt, man muss diese Frachter noch besser ausrüsten. Die Löschsysteme, Sprühsysteme müssen deutlicher werden. Und dann steht auf der Tagesordnung noch die Gefahr der Elektroautos. Noch ist nicht klar, ob sie die Ursache sind, aber darüber wird auch diskutiert. Wie gesagt, man steht da am Anfang, aber man will darüber diskutieren. Aus dem Regen an der niederländischen Küste, live Ulf Röller. Ulf, herzlichen Dank. Und das Wetter zieht sich so ein bisschen durch unsere Sendung, heute auch in unserem nächsten Beitrag. Wenn zwei Ministerpräsidenten zusammen wandern gehen, dann darf man politisches Kalkül vermuten und viel PR. Die Schönheit der nordhessischen Landschaft rund um Willingen allein wird es jedenfalls nicht gewesen sein. Dem einen MP werden Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur zugeschrieben. Der andere hat eine Landtagswahl vor der Brust. Hendrik Wüst, NRW, und Boris Rhein, Hessen, eint neben einer 270 Kilometer langen gemeinsamen Landesgrenze auch ein gemeinsamer Parteichef, der gerade einiges an Gegenwind aushalten muss, auch aus den eigenen Reihen. Und so werden Sie heute auch in der Bundespolitik genau gucken, was die CDU-Wandersleut in der Provinz da veranstalten. Peter Wagner. Boris Rhein und Hendrik Wüst, beide CDU, beide um die 50, beide Ministerpräsidenten, beide regieren mit Schwarz-Grün, beide gehen wandern. Im beginnenden hessischen Wahlkampf sind Wanderbilder willkommen, auch wenn es stürmt und regnet und die Skywalk-Brücke in Willingen ganz schön schwankt. Ich glaube, wenn du Höhenangst hast, ist das echt eine Herausforderung. Mit dabei auf dem Wanderweg von Hessen nach Nordrhein-Westfalen 50 Journalisten und zwei Themen. Die AfD und all das, was CDU-Chef Friedrich Merz dazu in der letzten Woche gesagt hat oder gemeint hat, was er klarstellen musste und ob er die Partei auch richtig führt. Ich finde, dass wenn Sie auf den Bundesvorsitzenden anspielen, der Bundesvorsitzende klar führt. Ich finde auch, dass er in seiner Frage der Neubesetzung des Generalsekretärs eine Führung vorgenommen hat. Rückendeckung aus Hessen für Friedrich Merz oder ist es Schadensbegrenzung? Der Wanderweg führt, Zufall oder nicht, in den Hochsauerlandkreis. Und das ist der Wahlkreis des CDU-Vorsitzenden. Wir sind aber auch jetzt direkt gleich im Wahlkreis von Friedrich Merz. Ja. Kommt der denn? So schön. Haben Sie sich angemeldet? Nein. Das ist heute ein Zusammentreffen von zwei Ministerpräsidenten, die grenzüberschreitende Themen besprechen, die beide Landesregierungen betreffen und an denen wir gerne zusammenarbeiten. Und mit Friedrich sind wir an anderer Stelle in einem guten Austausch. Guter Austausch. Anderswo sagt man dazu möglicherweise, wir haben mal Tacheles geredet. Und dann gibt es noch eine Pressekonferenz, durchnässt in der dampfigen Wanderhütte, die Optik der Kamera beschlägt. Das Bild unscharf, scharf und deutlich, die Abgrenzung zur AfD. Wir haben in aller Klarheit gesagt, dass es eine ganz klare Brandmauer zur AfD gibt. Die AfD passt nicht zu christlich-demokratischen Werten. Das hat sie erst wieder am Wochenende jetzt auf ihrem Bundesparteitag mit teilweise wirklich widerwärtigen Aussagen unter Beweis gestellt. Deswegen gibt es nicht nur eine Brandmauer zur AfD, sondern es gibt auch einen tiefen Graben, der nicht überwindbar ist. Dass die AfD gerade da steht, wo sie steht, in Umfragen, das liegt an der Bundesregierung und daran, dass man ein halbes Jahr lang die Menschen verunsichert hat mit dieser Heizungsgesetz-Debatte. War da nicht noch ein Thema offen? Doch, mal kurz zur Kanzlerfrage. Sie haben ja schon gesagt, Sie würden bereitstehen. Wie geht es denn weiter in den nächsten Wochen? Wen meinen Sie jetzt? Ein politischer Wandertag, an dem zwei CDU-Ministerpräsidenten vieles geben, um die Bundespartei zu stabilisieren. Und das ausgerechnet im Wahlkreis von Friedrich Merz. Wenn man die Situation in Israel schlicht als Frage von Sieg oder Niederlage betrachtet, dann hat die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu einen Sieg geholt. Ein Kernelement seiner umstrittenen Justizreform ist durchs Parlament und in Kraft. Der Preis dafür ist schon jetzt gewaltig. Es geht um viel mehr als Sieg oder Niederlage. Es geht mittlerweile um Israel, wie wir es kennen, wie es die Israelis kennen. Der Riss geht mitten durchs Land, durch Familien und Büros, durch die Armee.
Seit 30 Wochen gibt es Massenproteste auf den Straßen des Landes und die sollen nicht aufhören, im Gegenteil. Immer vorn dabei eine renommierte Physikerin und Mutter von 5 Kindern. Stefanie Gargosch stellt sie vor. Die Krise Israels, ihres Landes, hat sie ins Rampenlicht gespült. Shigma Bresler ist das weibliche Gesicht des Widerstandes gegen Netanjahus rechtsreligiöse Koalition. Ihre Worte an die Demonstranten scharf und klar. Durch die Entscheidung, die Gerichte zu schwächen, haben wir alle verstanden, ohne Ausnahme, dass diese Regierung, die von einer radikalen Gruppe geleitet wird, nicht aufhören wird, bis sie in Israel eine Diktatur errichtet hat. Sie wollen alles zerstören, was ihnen im Weg steht, um dieses Ziel zu erreichen. Am Samstagabend sind es die ersten großen Proteste, nachdem Netanjahus Regierung einen Teil der umstrittenen Justizreform beschlossen hat. Wieder kommen Massen, die 30. Woche in Folge. Dafür haben sie Shigma einen Kuchen gebacken. Sie ist ein Halt, eine Ikone für die Demonstranten. Die Leute folgen ihr, weil sie an das glauben, was sie sagt. Sie hat es geschafft, die unterschiedlichsten Menschen im Protest zu vereinen und zu verbinden. Wissen Sie, in unserem Land gibt es einen großen Graben zwischen dem, was Leute sagen und dem, was sie tun. Shigma tut, was sie sagt, seit 30 Wochen schon. Unermüdlich ist sie dabei, auch wenn sie manchmal lieber zu Hause wäre bei ihren 5 Kindern. Dabei habe sie nie den Ruhm gesucht, wolle keine politische Karriere, sagt sie, sieht es mehr als ihre Pflicht an, diesen historischen Kampf zu führen. Einer meiner Großväter kam aus Deutschland hierher. Alle anderen sind in Israel geboren. Alle haben für dieses Land gekämpft und haben Freunde verloren. Auch ich und nun dies. Etwa 70% der Israelis unterstützen uns, sind gegen das, was die Regierung tut. Es sind die kreativsten Köpfe darunter. Und wir werden nicht aufgeben. Wir haben noch lange nicht alle unsere Mittel des zivilen Ungehorsams ausgeschöpft. Immer weiter führt sie den Protest auf der Straße. In ihrem schwarzen T-Shirt wurde dafür sogar kurzzeitig verhaftet. Shigma Bresler, sie ist auch eine Astrophysikerin, arbeitet am berühmten Weizmann-Institut bei Tel Aviv, gilt als ausgleichend und kreativ. Vor ein paar Jahren schrieb sie eine Symphonie über Partikel und Teilchen. Die Freiheit des Geistes, ihr Lebenselixier. Rückschläge, ein Ansporn. Ja, wir haben eine Etappe im Kampf verloren. Ja, ein Teil der Justizreform ist beschlossen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Dies sind historische Momente. Wir können nicht zurückweichen. Wir können nur vorwärts gehen, damit wir nicht in dunkle Zeiten segeln. Stattdessen müssen wir einen Weg finden, unsere Demokratie zu stärken. Shigma Bresler. Sie will alles dafür tun, dass die Demokratie in Israel am Ende gewinnt. Zurück nach Deutschland. Im gerade laufenden Bayern-Wahlkampf kann die CSU eines ganz schlecht gebrauchen, dass daran erinnert wird, wie teuer die Fehler des ehemaligen CSU-Verkehrsministers und aktuellen Bundestagsabgeordneten Andreas Scheuer beim Mautdesaster sind für die Steuerzahler. Aber exakt das, dass nämlich daran erinnert wird, passiert heute wieder, Hanna. Ja, so ist es, Christian. Denn Bundesverkehrsminister Wissing lässt nun prüfen, ob der Bund im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut Schadensersatz von seinem Vorgänger Andreas Scheuer fordern kann. Ein Gutachten soll unter anderem klären, ob und in welchem Ausmaß Fahrlässigkeit vorgelegen hat. Der Bund muss den vorgesehenen Betreiberfirmen 243 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Das hatte ein Schiedsverfahren ergeben. Die Pkw-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU. Der Europäische Gerichtshof hatte sie 2019 gestoppt. Doch bereits vor dem Urteil hatte Scheuer Verträge mit den Betreiberfirmen geschlossen. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Fraktion hervor. Ende 2022 gab es bundesweit rund 1.088.000 Sozialwohnungen und damit 14.000 weniger als im Vorjahr. Eigentlich war die Ampelregierung mit dem Ziel angetreten, jedes Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Im vergangenen Jahr waren es allerdings nur knapp 22.600 und zugleich verloren zahlreiche Wohnungen ihre Preisbindung.
Bei der Europawahlversammlung der AfD am Wochenende sind nach Einschätzungen des Verfassungsschutzes teilweise rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet worden. Präsident Haldenwang erklärte gegenüber der dpa, die Versammlung sei ein weiterer Beleg für starke verfassungsfeindliche Strömungen innerhalb der Partei, deren Einfluss weiter zunehme. Bei der Aufstellung der ersten Kandidaten für die Europawahl habe das gemäßigtere Lager so gut wie keine Rolle gespielt. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Russland hat erneut Städte im Süden und Osten der Ukraine angegriffen. In Cherson starben mindestens 4 Menschen durch russischen Artilleriebeschuss. Auch in Kryvyi Rih, der Heimatstadt von Präsident Selenskyj, schlugen 2 russische Raketen in ein Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Mindestens 6 Menschen seien dabei getötet worden, 75 weitere wurden verletzt. Nach dem Militärputsch im Niger haben die EU und die Bundesregierung ihre Entwicklungszusammenarbeit mit dem westafrikanischen Land ausgesetzt. Sie stellen sich damit hinter die afrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS, die bereits Sanktionen gegen den Niger verhängt hat. Der abgesetzte Premierminister des Landes, Mahamadou, warnte im französischen Fernsehen vor den Folgen der Sanktionen für die Bevölkerung. Der Niger zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Und 4 Millionen Einwohner sind laut UN-Angaben auf Hilfe angewiesen. Die Landkreise in Baden-Württemberg fordern für Flüchtlinge eine Pflicht zu arbeiten, im Zweifel auch gemeinnützig. Sie begründen das nicht nur mit dem Bedarf an Arbeitskräften, sondern, und das lässt aufhorchen, explizit auch mit Blick auf die, Zitat, dringend benötigte gesellschaftliche Akzeptanz von Geflüchteten. Sprich, wer arbeitet, wird eher akzeptiert. Was aber auch Teil der Wahrheit ist, viele Geflüchtete, die arbeiten wollen, werden durch Bürokratie und Vorschriften daran gehindert und dürfen zum Teil gar nicht arbeiten, weil gesetzliche Regelungen entgegenstehen, mit denen der Staat ursprünglich Missbrauch verhindern wollte. Da ist also eine Diskussion entstanden, bei der sich manche Akteure auch an die eigene Nase fassen müssen. Eva Schiller. Sie sind selbst geflüchtet und versorgen jetzt von Tübingen aus Millionen Flüchtlinge mit mehrsprachigen Nachrichten. Ein Projekt des Landkreises. Für die Redaktionsarbeit bekommt jeder Geflüchtete eine Aufwandsentschädigung. Und so viel mehr, findet Batul Hadous. Meine Arbeit hat meine Sprachinstrumente einfach mal entwickelt und hat mir die Chance gegeben, meine Sprachtalente zu entdecken, sage ich mal. Geflüchtete nicht nur versorgen, sondern schnell in Arbeit bringen. So erklärt mir Landrat Joachim Walter seine Vision. Baden-Württembergs Landkreise fordern eine Arbeitspflicht für alle Geflüchteten. Ich glaube, wir dürfen die Menschen nicht zu Fürsorgeempfängern degradieren. Denn viele sind am Anfang wirklich noch in der Lage, auch was anzupacken. Im Grunde genommen brauchen wir 2 Dinge. Zum einen die Möglichkeit, als untere Ausländerbehörden auch Menschen zu verpflichten. Zum einen. Und zum anderen auch die Möglichkeit, Leistungen zu kürzen, wenn dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird. Eine Arbeitspflicht beschränkt sich bislang auf Tätigkeiten in Flüchtlingsunterkünften. Aber statt Unkraut zu zupfen, findet Walter, sollen Geflüchtete lieber den Arbeitskräftemangel lindern. Nur wer soll das organisieren? Wir fragen einen, der beide Seiten kennt. Rian Al-Schebel hat weltweit Schlagzeilen gemacht, weil er als syrischer Geflüchteter zum Bürgermeister gewählt wurde im konservativen Ostelsheim. Eine Arbeitspflicht für alle findet er schwierig. Ich würde eher mehr bei denjenigen ansetzen, die bereits als anerkannte Geflüchtete gelten, also fördern und fordern. Das ist für die gesellschaftliche Akzeptanz, aber auch für die politische Entwicklung im Land auch wichtig. Statt überlastete Gemeinden jetzt noch Jobs verteilen zu lassen, fordert Al-Schebel ein soziales Pflichtjahr. Für Flüchtlinge mit Bleiberecht, für Menschen wie Ramsi, die sich zum Nichtstun verdammt fühlen. Ich würde der Gesellschaft so gerne was zurückgeben dafür, dass ich hier aufgenommen wurde. Ich würde auch ehrenamtlich arbeiten, ohne Geld. Aber er scheitert an dem Wie, an den bürokratischen Hürden. Das ist auch die Erfahrung vieler Verbände. Gerade hängt ein Metzger an der Strippe des Flüchtlingsrats. Er möchte einen Mann aus Gambia ausbilden, aber die Behörden sagen nein. Dass da Leute stehen, die sagen, ich würde gern, ich möchte, ich bin dabei und es aber danach an der Behörde scheitert, das gibt's ja nicht. Das hat mich fassungslos gemacht.
Für viele Asylbewerber besteht ein Arbeitsverbot. Deshalb halten sie hier den Ruf nach einer Arbeitspflicht für populistisch. Es sind für mich ganz viele Fragen offen. Also allein schon diese Forderung, Flüchtlinge sollen arbeiten. Es ist überhaupt keine homogene Gruppe. Ganz unterschiedliche rechtliche Situationen, die da reinspielen. Also da müsste auf jeden Fall noch einiges kommen, um das überhaupt nur ansatzweise umsetzbar zu machen. Diese Hürden, das Arbeitsverbot muss fallen, fordert Landrat Walter in Tübingen. Dass seine Partei, die CDU, diese Hürden mit eingeführt hat, um Zuwanderung zu begrenzen, ist ihm egal. Deutschland muss jetzt umsteuern, findet er. Fragen an den Landrat, den wir gerade eben gesehen haben, nachher im Heute-Journal-Update. Und wir bleiben noch beim Thema, weil es einfach wichtig ist. Natürlich für die ganz unmittelbar Betroffenen, die die Debatte über sie in Deutschland meist erst auf Umwegen mitbekommen. Weil es aber auch wichtig ist für das Klima in dieser Gesellschaft. Mein Kollege Jan Mayer hat sich die Situation in Brandenburg angesehen, wo die zuständige Fachministerin von den Grünen die positiven Beispiele für Integration hervorheben will, während ihr eigener CDU-Koalitionspartner von Schönfärberei spricht. Brandenburgs Integrationsministerin trifft in der Gemeinschaftsküche auf Flüchtlinge mit ihren Problemen. Ah, hier kocht der Mann. Der Familienvater aus Syrien spricht kein Deutsch, die Heimleiterin springt ein. Der Herr Al-Hayri hat zwei Frauen. Der ist reich. Ja, okay. Er hat noch eine Frau mit zwei großen Jungs. Sieben Personen. Das ist natürlich schwierig, da eine Wohnung zu finden. Naja. Die Wohnungsnot hemmt die Integration. Allein in diesem Jahr nahm Brandenburg etwa 10.000 Flüchtlinge auf. 100 leben in dieser Sammelunterkunft in Luckau. Einer von ihnen, Ibrahim Alei aus dem Iran. Er rappt auf Farsi und spricht Englisch. Der Elektrotechniker wollte längst arbeiten, doch ein Jahr lang wartete er auf seinen Deutschkurs. Jetzt werde ich erst einmal Deutsch lernen, was sehr schwierig ist. Danach will ich noch eine Ausbildung machen. Auf ihrer Integrationstour durch Brandenburg hört Ursula Nonnemacher von Defiziten bei Bildung, Wohnraum und Arbeit. Die Grünen-Politikerin, die aus Hessen stammt, wirbt dennoch für die Integration möglichst jedes Flüchtlings. Wir haben in Ostdeutschland, gerade hier in Brandenburg, einen massiven Arbeits- und Fachkräftemangel. Das wird in anderen Teilen Deutschlands auch in den nächsten Jahren so werden. Aber da wir hier eine alte Bevölkerung haben und nach der Wiedervereinigung auch viele Menschen hier weggegangen sind, ist es bei uns jetzt schon besonders gravierend. Doch der Integrationskurs der Landesregierung stößt auch auf Skepsis, besonders in Cottbus, in der jeder achte Bewohner Ausländer ist. Die 100.000 Einwohnerstadt ist eine Hochburg der AfD. Die Leute, die hier Probleme machen in der Stadt, da wo es Integrationsprobleme gibt, ich glaube nicht, dass die in Integrationskurse reingehen. Wenn man sich die Menschen in der Stadt anschaut, dann bin ich mir ganz sicher, dass sie nicht in irgendwelche linken Integrationsvereine gehen. Also ich glaube, da wird sehr viel Geld ausgegeben und der Nutzen, den sehe ich gar nicht in der Stadt. Das sieht die Stadtverwaltung anders. Direkt gegenüber vom Rathaus öffnet morgen ein Willkommenszentrum, das ausländischen Fachkräften Orientierung geben will. Doch die eigentlichen Probleme sind damit nicht gelöst. Es gibt ein paar Sachen, die wir noch verbessern können, wo wir auch noch Potenziale sehen, aber wo wir jetzt wirklich an die Kapazitätsgrenze Tatsache räumlich und auch personal gestoßen sind, ist Tatsache im sozialen Bereich, was Kita, Schule und die Gesundheitsversorgung angeht. Beruf? Friseur. Integration gelingt nur mit Sprache. Ministerin Nonnemacher finanziert deshalb einen Dolmetscherdienst, den Flüchtlinge online kostenlos nutzen können. So informierte sie auch zum Abschluss ihrer Tour heute in Belzig. Schnelle Erfolge sind gefragt, denn im nächsten Jahr finden in Brandenburg Kommunal- und Landtagswahlen statt. So. Jetzt bei uns nochmal, du Hanna. Ja, und zwar mit zwei Meldungen heute aus der Eurozone. Zum einen ist die Inflation im Juli weiter gesunken und liegt jetzt bei 5,3%. Zum anderen ist die Wirtschaft im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Valerie Haller, es bleiben allerdings Sorgenkinder, darunter auch Deutschland. Was sind die Gründe dafür? Ja, wenn man nach den Gründen sucht, lohnt der Blick in die USA. Dort ist die Konjunktur auf Wachstumspfad, was auch daran liegt, dass sie eben in Bereichen, die Zukunft versprechen, die Nase vorn haben und kräftig investieren. Nicht nur die Wirtschaft selbst, sondern auch die US-Regierung. Ja, und vor allem in die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Ja, stattdessen ist in Deutschland viel traditionelle Industrie ansässig, die besonders unter den hohen Energiepreisen ächzt. Unternehmen wie BASF ziehen
Produktionseinheiten schon ins Ausland. Und schon macht das Wort des kranken Mannes von Europa die Runde. Die Aussichten sind tatsächlich zurzeit eher düster. Laut Internationalem Währungsfonds haben sich in allen großen Industrieländern die Aussichten verbessert, nur in Deutschland nicht. Der DAX scheint sich dagegen heute nicht zu sorgen. Der erreichte zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Wie passt das denn zusammen? Das passt insofern zusammen, da die Unternehmen im DAX sehr international aufgestellt sind und die wirtschaftliche Lage in Deutschland nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. DAX-Konzerne erwirtschaften 80% ihrer Umsätze im Ausland und da sind die konjunkturellen Aussichten einfach besser. Seinen frischen Rekord konnte der DAX zwar nicht halten, am Ende aber steht bloß ein kleines Minus. Damit liegt er immerhin noch in der Nähe seines Allzeithochs und beendet den Juli mit rund 2%. Plus. Vielen Dank, Valerie, für deine Einschätzungen. Nach den Blockaden mehrerer Flughäfen durch die letzte Generation will der Lufthansa-Konzern Schadensersatz geltend machen. Im Juli waren durch Blockaden der Aktivistinnen und Aktivisten Dutzende Flüge in Hamburg und Düsseldorf ausgefallen. Zudem geht es um einen Protest im vergangenen November in Berlin. Neben der Lufthansa hat auch der Flughafen Düsseldorf angekündigt, Ansprüche gegen die Klimaaktivisten durchsetzen zu wollen. In welcher Höhe ist noch nicht bekannt. Die UNESCO hat empfohlen, Venedig als gefährdetes Welterbe einzustufen. Massentourismus und der Klimawandel hätten der italienischen Lagunenstadt zugesetzt. Wenn die Behörden nicht mehr täten, um Venedig zu schützen, würden irreversible Schäden drohen. Im September will das Welterbe-Komitee über die neue Einstufung abstimmen. Venedig und seine berühmte Lagune stehen seit 1987 auf der Weltkulturerbeliste. Bei der Fußball-WM der Frauen konnten heute die Gastgeberinnen aus Australien ihren Einzug ins Achtelfinale feiern. Sie siegten mit 4:0 gegen Kanada. Die Kanadierinnen schieden überraschend aus. Ebenfalls weiter ist Nigeria nach einem 0:0 gegen Irland und Japan siegte 4:0 gegen Spanien. Damit sind beide Mannschaften im Achtelfinale. Für Sambia und Costa Rica ist das Turnier dagegen seit heute beendet. Hier der Endstand 3:1. In Hollywood streiken sie ja gerade, weil sie Angst haben vor künstlicher Intelligenz, die künftig ihre Jobs im Filmgeschäft übernehmen könnte. Der zunehmend schmale Grat zwischen Mensch und KI ist auch bereits Thema im Film selbst. Und zwar gleich hier im ZDF, Montagskino, das Morgenprojekt. Und das wird sicher spannend. Und später gibt es dann noch unser Heute-Journal-Update gegen 23.35 Uhr mit Christopher Wehrmann. Von uns allen hier einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Der Juli war 15% nasser als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 und 30% nasser als das Klimamittel 1961 bis 1990. Deutschlandweit kamen im Schnitt 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das, was wir gerade erleben, ist typischer mitteleuropäischer Sommer. Kaum ist das eine Tief nach Osten abgezogen, kommt schon das nächste gleich hinterher. Und das nächste, das da kommt, ist das Tief Xan und das bringt auch viel Wind mit. Und eben Regen. Bis Mittwochabend können in Süddeutschland bis zu 120, im Norden bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen. Der Regen breitet sich heute Nacht über den Westen und den Süden Deutschlands aus. Kleinere Bäche und Flüsse können da durchaus über die Ufer treten. Weniger kräftig fällt der Regen hier im Nordosten aus. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad. Und morgen zieht der Regen weiter nach Osten. Dann lockert es vorübergehend etwas auf und es entwickeln sich kräftige Schauer und Gewitter. Und auch morgen über Tag weht der Wind recht böig aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Und die Temperaturen steigen im Dauergrau am Alpenrand auf 17, am Mittel- und am Oberrhein bis auf 23 Grad. Und wechselhaft geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter. Mit kräftigem Wind hier im Südwesten am Mittwoch. Und die Temperaturen liegen dabei bei 17 bis 25 Grad. Guten Abend.